Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Jugendfeuerwehr Laatzen Online-Dienste. Heute möchten wir uns einmal ein bisschen mit dem Thema Gefahrgut beschäftigen und dafür zeigen wir euch heute einmal unseren Gerätewagen Gefahrgut. Auf diesem Auto ist alles drauf, was wir für A, B und C Gefahren benötigen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Chemikalien auffangen möchten, irgendwas umpumpen oder abdichten. Die richtige Schutzausrüstung befindet sich auf diesem Auto oder von kleinen Wannen über quasi Ceva-Tücher für Chemikalien. Hier haben wir einmal ein paar Auffangbehältnisse aufgebaut, was die einfachste Variante ist, irgendwas, einen auslaufenden Stoff aufzufangen, ist einfach mal schnell eine Wanne, wie wir hier so eine mobile, die wir einfach drunter schieben können, eine Edelstahlwanne oder einen großen Plastikbottich, den wir einfach erstmal unter das austretende den austretenden Stoff einfach drunter schieben, damit es nicht weiter ausbreiten kann. Warum wir hier verschiedene Materialien haben, ihr seht ja die große Plastikwanne, hier vorne eine kleine Edelstahlwanne oder hier so einen faltbaren Auffangbehälter, ist relativ wichtig, dass es da verschiedene Materialien gibt, denn die Stoffe, mit denen wir zu tun haben, die reagieren ja auch. Und manche Stoffe reagieren mit Edelstahl und manche mit Kunststoff. Deswegen brauchen wir da verschiedene Materialien, damit wir so gut wie alles auffangen können. Zum Auffangen haben wir hier auch noch große Edelstahlfässer. Diese sind natürlich ein bisschen schwerer und daher immer etwas unhandlich. Und da tun wir zum Beispiel irgendwelche Laugen rein. Das heißt, wir fangen irgendwelche Stoffe auf, die sie damit nicht reagieren. Das passt aber nur bedingt. Natürlich gibt es da auch immer Ausnahmen, die mit diesem Edelstahl von diesen Fässern reagieren können. Wir haben hier mal eine Auswahl an Pumpen aufgebaut, die auf diesem Fahrzeug verlastet sind. Das heißt, die für den Gefahrguteinsatz vorgesehen sind. Und hier ganz zu meiner Linken, klein, was so aussieht wie eine Zapfpistole von der Tankstelle, ist auch eine. Da haben wir eine kleine Pumpe dran, die besonders für Diesel, also wenn ein LKW-Tank defekt ist und wir die Reste absaugen müssen, gut geeignet ist, weil wir es einfach mit der Zapfpistole in ein neues Fass oder in was anderes gleich umfüllen können. Bei diesen anderen drei Pumpen gibt es ja schon einen Unterschied. Zwei, die sehen schon ein bisschen komisch aus. Und das eine ist eine sogenannte Handmembranpumpe. Das heißt, wir haben einen langen Hebel und da müssen wir mit der Hand pumpen. Bei den anderen beiden, die funktionieren mit Strom. Strom und Gefahrgut, das passt ja normalerweise nicht ganz so zusammen. Das heißt, die ganzen Stecker, die sehen alle ein bisschen komisch aus, sind ein bisschen größer. Das sind alles exgeschützte Stecker. Das heißt, die werden zusammengesteckt und sind so abgesichert, dass dabei kein Funke entstehen kann und wir bei den Stoffen, die explosiv sind, trotzdem arbeiten können. Der Unterschied zwischen diesen beiden Pumpen ist, dass bei der einen Pumpe müssen wir auch mit, wie bei der Handmembranpumpe, über einen Hebel erstmal das Medium in die Pumpe saugen. Vorher kommt auf der anderen Seite auch nichts raus. Die andere, die saugt sich selber an, wie wir das von unseren ganz normalen Pumpen von den Feuerwehrfahrzeugen kennen. Bei diesen Pumpen ist es noch ganz interessant, das Medium, was wir saugen, also der Stoff, die Chemikalie, kommt mit der eigentlichen Pumpe gar nicht in Berührung, weil sich immer noch ein sogenannter Schlauch in dieser Pumpe befindet, worin der Stoff läuft. Das heißt, dieser kann danach wieder ausgewechselt werden. Die Pumpe ist immer noch intakt. Genauso wie die Fördermenge. Die unterscheidet sich natürlich auch von unseren normalen Feuerwehrpumpen. In der Regel können wir mit einer von diesen beiden Pumpen ungefähr 300 Liter die Minute fördern. Mit unseren anderen Feuerwehrpumpen von den Autos ist das natürlich eine ganze Menge mehr. Wichtig ist natürlich auch, wenn wir mit unseren Gerätschaften arbeiten, dass wir einen sogenannten Potentialausgleich machen, damit sich kein Funke übertragen kann, wenn irgendein Feuerwehrmann ein Gerät anfasst und dadurch ein Funke entsteht, wenn wir schon bei dem Strom so aufpassen. Dafür gibt es an allen Geräten und Schläuchen dieses Zeichen und eine Flügelmutter oder eine andere Befestigungsmöglichkeit. Daran werden die Kabel für den Potentialausgleich festgemacht, ähnlich wie beim Blitzableiter beim Haus. Den Potentialausgleich erkennt man immer an diesen gelb-grünen Kabeln. Die sind alle so gekennzeichnet und dadurch gut erkennbar.
Wie ich am Anfang schon gesagt habe, müssen wir bei den Auffangbehältnissen aufpassen, welchen wir für welchen Stoff verwenden. Das geht natürlich bei den Schläuchen weiter. Wir können natürlich nicht einen Gummischlauch nehmen, wenn der sich mit dem Stoff auflöst, aber hinten eine Edelstahlwanne benutzen, damit der Stoff nicht weiter mit dem Material reagiert. Deswegen haben wir hier Edelstahlschläuche und verschiedene Gummischläuche, die den verschiedensten Stoffen standhalten. Diese sind mit Kupplungen verbunden und die passen auch nur an eine Seite. Das heißt, ich kann sie entweder nur an die Pumpe oder an den Auslass in mein Auffangbehältnis verbinden. Natürlich ist es auch wichtig, wie eben bei den Pumpen, der Potentialausgleich. Dafür befindet sich auch wieder hier an allen Schläuchen eine Mutter, wo ich den dran befestigen kann. Wie wir ja bei den Pumpen und bei den Schläuchen gesehen haben, wollen wir es vermeiden, dass ein Funke entsteht. Das macht natürlich auch vor unseren Werkzeugen nicht Halt. Deswegen haben wir auf diesem Auto, wie ihr hier an den Schaufeln und Spaten sehen könnt, nicht funkenreißendes Werkzeug drauf. Damit wir auch, wenn wir mit sowas mal arbeiten müssen und irgendwo ein Loch buddeln müssen und einen Stein treffen, keinen Funken erzeugen. In meiner rechten Hand halte ich eine normale Schaufel, die wir auf jedem Löschfahrzeug verlastet haben. Und in meiner linken kann man sehen, die sieht etwas anders aus. Die gehört zu dem nicht funkenreißenden Werkzeug von dem GWG. Wir haben ja eben über das Umpumpen, das Auffangen von Stoffen gesprochen und uns angeguckt, was wir dafür für Möglichkeiten haben. Natürlich werden die Feuerwehrleute dabei auch etwas dreckig. Natürlich versuchen wir das immer zu vermeiden, aber wenn sie mal dreckig sind, brauchen wir natürlich unsere Dekondusche. Diese befindet sich hier. Die bauen wir heute nicht für euch auf, aber wir haben ein kleines Foto davon, weil zu zweit ist das ein bisschen schwierig mit dem Ding. Aber das seht ihr bestimmt nochmal in einem nächsten Video. Im Heck des Fahrzeugs befindet sich alles, was die Feuerwehrleute brauchen, um sich auszurüsten. Holger, der im CSA-Video sich umgezogen hat, hat alle seine Sachen, die er gebraucht hat, hier hinten gefunden. Von einem Jogginganzug über den Chemikalienschutzanzug bis hin zum Atemschutzgerät ist hier alles drin. Ich hoffe, das Video zu unserem GWG hat euch heute ein bisschen gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare und schießt einfach los. Wenn ihr weitere Themen zu dem Thema hören möchtet, schreibt es auch drunter und dann werden wir gucken, was wir dazu machen können. Jetzt genießt ein bisschen die Fahrt mit mir.